Im Nordosten von Brasilien haben anhaltende Regenstürme zu schweren Überschwemmungen geführt. Bislang kamen dabei mindestens 41 Menschen ums Leben. Mehr als 1000 werden vermisst. Mit weiteren Toten ist zu rechnen. Bis zu 90.000 Menschen sind auf der Flucht vor den Wassermassen. Tausende Häuser, mehrere Brücken, zahlreiche Straßen und ein Damm wurden durch die Fluten zerstört. Viele Städte haben inzwischen den Notstand ausgerufen. Mein Sohn wollte den Nachbarn helfen, dann mir, und jetzt hat ihn das Wasser mitgerissen. Nun gilt er als vermisst. Der Pegelstand des Rio Mundau im Bundesstaat Alagoas war nach tagelangen heftigen Regenfällen um mehrere Meter gestiegen und hatte am Wochenende viele Städte überflutet. Die Flut hat unsere Stadt zerstört, einfach alles. Bereits im vergangenen Jahr waren in der gleichen Region bei schweren Überschwemmungen mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen.